Hi Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge McAllister kocht. Weihnachten ist vorbei und jetzt geht es darum, sich für Silvester vorzubereiten. Zu Silvester ist es doch eigentlich super praktisch, wenn man da einen klassischen großen Topf macht, den man vorbereitet und dann einfach wieder aufwärmen muss. Jetzt werden wir mal hier runterschwenken. Ich habe hier schon was vorbereitet und zwar habe ich hier einen Schaschliktopf. Das ist zum Beispiel jetzt so ein Gericht, das man super leicht einfach vorbereitet und dann abends wieder aufwärmt. Zum Beispiel an Silvester oder an irgendwelchen Partyanlässen. Wie dieser Schaschliktopf funktioniert und was wir dafür alles brauchen, werde ich euch jetzt zeigen. Wir haben hier jeweils vom Schwein und vom Rind 500 Gramm. Das ist Gulaschfleisch, das werde ich dann in kleine Würfel schneiden. Wir haben hier Bacon, das ist ungefähr auch so in 1 cm dicke Scheiben geschnitten. Dann haben wir hier Chilis, wir haben 2 Gemüsezwiebeln, wir haben Ampelpaprika, hier hinten haben wir ein bisschen Honig, Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer, Kreuzkümmel, Curry, bisschen Knoblauch, eine Worcestersoße, Ketchup und hier haben wir noch einen weißen Balsamico-Essig. Ich werde jetzt die ganzen Zutaten, das Gemüse wieder vorbereiten, das Fleisch klein schneiden und danach sehen wir uns wieder. Kurze Zeit später haben wir das Zeug dann auch klein geschnitten. Dann sind wir auch soweit fertig mit den Vorbereitungen und dann sehen wir uns am Topf wieder. Jetzt werden wir anfangen, dass wir hier erst einmal in den vorgeheizten Dutch Oven ein bisschen Speck reingeben und den ein bisschen auslassen werden. So, wenn der Speck ein bisschen ausgelassen ist, fangen wir an, dass wir unser Fleisch portionsweise anbraten. Jetzt nehmen wir uns zuerst das Rinderfleisch und werden das ein bisschen anbraten, dass wir ein bisschen Röstaromen reinkriegen. Jetzt werden wir hier unseren Speck dazugeben, den auch ein bisschen mit anbraten. So, ich bin ja gerade am Herausholen von unserem angebratenen Speck und dem Rindfleisch. Und als nächstes werden wir jetzt dann unser Schweinefleisch noch kurz anbraten. Dazu geben wir das jetzt in den Dutch Oven. Jetzt geben wir hier das andere Fleisch auch wieder dazu und lassen alles zusammen nochmal ein bisschen anbraten. Wir haben da so einen richtig schönen Röstaromen ran. Als nächstes haben wir hier unser Gemüse. Das werden wir jetzt auch dazugeben. Jetzt rühren wir das alles mal ein bisschen um wieder. Dann fangen wir an, dass wir alles mit Balsamico-Essig ablöschen. Geben Ketchup dazu. Ungefähr so 200 bis 300 Milliliter. Erstmal für den Anfang, danach können wir noch ein bisschen mehr dazugeben, aber das sollte für den Anfang auf jeden Fall reichen. Dann kommen ca. 6 Spritzer von der Worcestersoße darüber. Bisschen Cayennepfeffer. 1,5 Löffel Kreuzkümmel. Bisschen Curry, einen Esslöffel vom Knoblauchgranulat, bisschen Pfeffer und natürlich auch noch etwas Salz, frisch aus der Mühle. Dann geben wir noch 200 Milliliter Wasser dazu. Und dann verrühren wir das Ganze erst einmal. Nun geben wir noch
einen großzügigen Löffel vom Honig dazu. Wer will, kann jetzt noch ein bisschen Ketchup dazugeben. Das macht er ganz individuell, wie er es braucht. Alles noch einmal durchrühren. Und dann sind wir auch mit den Vorbereitungen hier fertig. Jetzt geben wir zuletzt noch unseren Deckel drauf und legen oben ein paar Kohlen drüber. Und dann kann das Ganze so für 3 Stunden vor sich hin blubbern. Wir kommen zurück, es sind jetzt 3 Stunden vergangen. Wie ihr seht, es ist mittlerweile dunkel geworden und wir werden jetzt hier mal in den Topf reinschauen. Jawohl, das lasse ich mal so eingehen. Das Ganze werden wir jetzt mal kurz umrühren. Ja, also durch das Ketchup und das Mehl, was da drin enthalten ist, dieses spezielle Andickungsmehl, ich weiß den Fachbegriff jetzt nicht. Dadurch haben wir hier eine richtig schöne dicke Soße bekommen. Ich werde das Ganze jetzt bloß einmal abschmecken. Ja, also geschmacklich bin ich damit super zufrieden. Mit den Chilis ist es nochmal richtig geil scharf geworden. Und dann hätte ich gesagt, dann ist unser Schaschliktopf eigentlich auch schon fertig. Und dann sehen wir uns dann zur Verkostung wieder. Bis dann. So, hier sind wir. Jetzt ist wieder Verkostungszeit. Ich werde das Ganze jetzt einmal probieren. Es ist noch sau heiß. Riechen tut es auf jeden Fall gigantisch. Alter Schwede. Also ich werde jetzt auch mal das Rindfleisch probieren. Leute, ich kann euch sagen, das ist richtig klasse. Also vom Schweinefleisch weiß ich jetzt nicht, ob ich das falsche Fleisch genommen habe. Das ist jetzt ein bisschen nicht zäh, aber nicht ganz so weich wie jetzt das Rinderfleisch. Das Rinderfleisch ist butterweich auf der Zunge, das zerfällt. Das wirkt hier fast ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll. Das Schweinefleisch wirkt etwas trocken. Es ist trotzdem weich, aber es ist ein bisschen trocken irgendwie. Also ich denke, ich habe da vielleicht das Falsche genommen oder es war zu lang einfach. Sagt mir ihr, was ich da wieder falsch gemacht habe. Ich bin da über jeden Rat dankbar. Ansonsten muss ich sagen, die ganze Kombination, weil ich jetzt hier das erste Mal so eine Schaschliksoße selber gemacht habe, mit dem Essig drinnen und alles und mit den ganzen Gewürzen, schmeckt richtig fantastisch. Also kann ich nur jedem empfehlen, macht so eine Schaschliksoße mal selber. Und im Großen und Ganzen macht auch so einen ganzen Topf einfach mal selber. Er ist richtig klasse. Ihr könnt ihn super leicht vorbereiten für große Anlässe. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch wieder zum Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch soweit wieder gefallen. Wenn es so war, gebt mir wieder den obligatorischen Daumen nach oben. Lasst mir wieder wie immer Kommentare da. Ich würde mich da auch drüber freuen. Und im besten Fall gebt mir noch ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer McAllister.